Auch in der Nacht zum Freitag suchten rund 400 Beteiligte nach dem verschollenen Arian. Dieser wird seit Montagabend vermisst. Der Junge, der ein autistisches Persönlichkeitsprofil hat, war plötzlich aus seinem Wohnhaus in Elm, Niedersachsen verschwunden. Am Mittwoch wurde ein vermeintlicher Fußabdruck Arians gefunden. Die Spur zeigt einen kindlichen Fuß mit kleinen Zehen, welcher zum Sechsjährigen passen könnte. Malte Holsten, Veranstaltungstechniker, rückte als freiwilliger Helfer mit seinem gesamten Team extra aus Bremen an. Für die Suche bauten sie sogar einen Skybeamer mit einer 4000 Watt Xenonlampe auf. Und dann haben wir noch so ein bisschen Beschallungstechnik aufgebaut, wo Kindermusik drüber läuft. Also normalerweise bauen wir die Lampen auf, um auf Events aufmerksam zu machen. Und heute haben wir einen nicht so erfreulichen Zweck, aber wir hoffen natürlich, dass wir da was zu beitragen können. Ich bin selber Vater, also das ist, es ist wirklich super krass. Also wir haben das auch noch nicht so richtig wahrgenommen. Wir sehen jetzt zu, dass wir unsere Lampen aufbauen und gucken, dass wir hier möglichst schnell alles platziert bekommen und hoffen, dass wir damit irgendwie ein Ergebnis erzielen können. Die Polizei Rothenburg kündigte zusätzliche Maßnahmen an, um Arian zu finden. Weitere Skybeamer, die einen massiven Lichtkegel in den Himmel projizierten, sollten in Elm, Esdorf und Brobergen aufgestellt werden. Außerdem sollten Luftballons und Süßigkeiten in den Bereichen befestigt werden. Ziel ist es, den vermissten Jungen dorthin zu locken. Seit Donnerstag beteiligt sich neben Polizei, Feuerwehr, DRK und DLRG auch die Bundeswehr an der Suchaktion. Etwa 250 Soldaten aus dem naheliegenden Militärstützpunkt Seedorf unterstützen das Suchgebiet entlang des Flusses Oste.